Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und damit herzlich willkommen zu diesem wunderschönen kleinen, besonderen Infovideo zu Prison Architect oder beziehungsweise Update-Video zu Prison Architect oder was auch immer. Ich möchte euch mal ganz kurz und knapp quasi die Idee geben, die mir so spontan durch den Kopf geschossen ist, als ich die Kommentare der ersten 1-2 Folgen gesehen habe. In denen ja sehr viele Ideen standen, welche Mutatoren wir benutzen können und welche Änderungen am Spiel denn so ideal geeignet wären. Für mich persönlich wäre es unfassbar, oder beziehungsweise eine recht lustige Idee, dass ich vielleicht sage, wisst ihr was, schreibt mir mal in die Kommentare, welche dämlichen Ideen und ich drücke es jetzt mal so aus, Challenges, ihr für mich habt, die ich in Mutatoren irgendwie in dieses Spiel einbauen kann und welche Mutatoren wir benutzen sollen für irgendwelche Arten von Sonderfolgen quasi von Prison Architect, in denen wir dann quasi oder in denen ich dann versuchen muss, mit den von euch gestellten Aufgaben irgendwie klarzukommen. Fand ich irgendwie eine ganz witzige Idee, das Ganze mit verschiedenen Mutatoren irgendwie in den Griff zu kriegen bzw. zu erstellen. Und aus diesem Grund dachte ich mir, weißt du was, jetzt mal ganz so spontan, bevor ich jetzt hier irgendwie 30 Folgen warten muss, bevor ich wieder was zu euch sagen kann. Wisst ihr was, ich halte das für eine irgendwie ganz witzige Idee. Schreibt einfach mal unter dieses Video oder unter die anderen Prison Architect Videos oder wann auch immer ihr irgendwie Lust habt, Ideen oder Challenges für Mutatoren, die wir in Prison Architect nutzen können. So beispielsweise wie nutze alle gefährliche Mutatoren oder mach nur Bandenkrieg und versuch das irgendwie in den Griff zu kriegen. Irgendwelche lustigen Challenges oder ähnliches. Fände ich irgendwie ganz witzig. Habe ich mir mal so überlegt, wo ich die Kommentare gelesen habe. Und ich denke mir so quasi, oder ich stelle mir das Ganze so vor, dass wir das Ganze dann in Sonderfolgen abarbeiten. Das heißt, wir suchen uns einen Knast raus, den wir schon mal gebaut haben. So Staffel 8 oder so, weiß ich nicht, irgendwas. Schmeißen da alle Gefangenen raus und suchen uns dann mit Mutatoren haufenweise neue Gefangenen. Oder wir nehmen die bisherigen Insassen quasi und setzen denen Mutatoren auf. Und sorgen damit quasi dafür, dass das Ganze ein wenig lustiger wird. Das heißt, wenn ihr da irgendwie Lust drauf habt oder ähnliche Ideen entwickelt habt bereits oder schon in die Kommentare geschrieben habt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr weitere Ideen habt und mir die zukommen lasst und ich werde dann irgendwann mal so ab und zu mal so eine Sonderfolge einwerfen, die dann auch durchaus mal so ein bisschen länger gehen könnte, weil ich weiß ja nicht, wie lange ich das Ganze dann überleben werde. Jede Art von Bullshit ist erlaubt, das heißt irgendwie jede Art von doofer Idee kann da gerne benutzt werden. Ob wir im Direktor-Modus spielen müssen oder sonst irgendwas machen müssen, spielt völlig keine Rolle. Wenn ihr das Ganze mal irgendwie eskalieren sehen wollt oder ich versuche das Ganze natürlich im Griff zu halten. In diesem Sinne, ich hoffe mal, ich konnte euch da genauso ein bisschen für begeistern, wie ihr mich bereits dafür begeistert habt. Und wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, in der nächsten ganz normalen, regulären Folge wieder. Und ich überlege mir dann mal aus euren Kommentaren, die jetzt hier drunter stehen oder die unter anderen Episoden drunter stehen, was man denn da so für schöne, kleine, gemeine Dinge erstellen kann. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und viel Spaß. Ciao.